Hallo, ich fange jetzt mit diesem Video, fange ich eine neue Videoreihe an. Und diese Reihe befasst sich mit benutzerdefinierte Funktionen in Excel mit VBA. Und zwar, das heißt, wir werden lernen, wie wir unsere eigenen Funktionen in Excel mit VBA erstellen. Excel hat viele eingebaute Funktionen, die viele Leute kennen, zum Beispiel wenn oder S-Verweis oder Vergleich und so weiter. Gucken wir uns mal ein paar von denen an. Erstmal. Und zwar hier kann man die Funktion abrufen. Und zwar nehmen wir mal zum Beispiel Wenn-Funktion. Ja, und man sieht hier die Wenn-Funktion, die benötigt drei sogenannte Argumente oder Parameter. Erstens der Wahrheitswert. Da kommt zum Beispiel, wenn B2 ist C2. Dann der zweite Parameter ist dann Werte, wenn wahr. Was passiert, wenn das ist gleich das da? Dann passiert, dann soll das Wort okay geschrieben werden. Und wenn es falsch ist, soll das Wort oder sollen die Wörter nicht okay geschrieben werden. Okay? So, das wäre jetzt mal die Wenn-Funktion, die ist eingebaut in Excel. Eine zweite Funktion, die auch viele Leute kennen, ist der S-Verweis. Und den findet man unter, kann man auch unter alle und dann bei M, bei S, sorry, unter S-Verweis. So, dann haben wir's. Und hier in diesem Fall benötigt die Funktion vier Parameter. Erstmal das Suchkriterium, dann der Matrix, dann der Spaltindex und dann Bereichsverweis. Ich habe diese Funktionen alle in vorigen Videos schon abgedeckt. Also jemand, der Interesse hat an spezifisch diese Funktionen, wenn oder S-Verweis und so weiter, der kann sich die älteren Videos anschauen. Jetzt kommt die Frage, wie kann ich meine eigene Funktion erstellen? Und das kann man mit VBA. Und zu VBA kommt man am einfachsten über diesen Register hier Entwicklertools. Jetzt, wer Entwicklertools nicht eingeschaltet hat, der kann sich diesen Tab einschalten über folgende Methode. Man geht, ich muss mal gerade kleiner machen. Man geht hier über Datei und Optionen und dann nimmt man Menüband anpassen und hier legt man einen Haken rein bei Entwicklertools. Ja, standardmäßig war da kein Haken, aber man kann den Haken dann einlegen und dann auf OK und schon ist der Haken dann schon drin. Okay, ich mache es mal gerade wieder zurück, sowieso. So, okay, und dann hat man hier diesen Tab Entwicklertools und wenn man da auf Entwicklertools geht, sieht man hier Visual Basic und wenn man da drauf geht, kommt dann so etwas. Das ist das Visual Basic Fenster. Okay, so jetzt, so das Fenster jetzt, wenn man das abruft, am ersten Mal ist das Fenster leer. Das heißt, man muss hier einfügen und man geht hier über Einfügen und man fügt sich jetzt als erstes ein Modul, ein leeres neues Modul und schon hat man hier ein neues Modul. Jetzt, da steht hier Modul 1. Man kann das Modul auch dieses Modul, wie der Name dieses Modul ändern. Und wir können hier jetzt unsere eigene Name eingeben, zum Beispiel eigene Funktionen. Okay, und dann Return. Und schon heißt das Modul jetzt eigene Funktionen. So, jetzt fangen wir an mit unserer Arbeit. Wir wollen jetzt unsere eigene Funktion erstellen. Und es gibt zwei Arten von Möglichkeiten in Excel. Einmal ist, man erstellt Makros, normale Makros, die etwas machen, und einmal erstellt man Funktionen. Jetzt, wenn man Funktionen erstellt, ist es so, man fängt an mit dem Wort Function, dann der Name der Funktion, nennen wir mal diese Funktion meine erste. Dann kommen Klammer auf, Klammer zu. In den Klammern kommen dann die Parameter. Wie vorhin haben wir gesehen, zum Beispiel, oder die Argumente, sorry, die Parameter. Das heißt, wir haben vorhin gesehen, zum Beispiel bei der Wenn-Funktion, die nimmt drei Parameter. Das heißt, hier würden dann
würden wir dann die Parameter eingeben, die in dieser Funktion benötigt sind. Bei SVS haben wir gesehen, die benötigt 4 Parameter und so weiter. Und die kommen dann hier in deine Klammern rein. Die tun wir hier in der Klammer definieren. In dem Fall jetzt bei der ersten Funktion werden wir jetzt keine Parameter benötigen. Deswegen ist dann leer zwischen den Klammern. Okay? So, und dann kommt, was von Output gibt das? Also was ist der Typ des Outputs? Und hier, wir wollen einfach ein ganz normaler Text ausgeben. Und deswegen hier schreibt man as String. Okay, das heißt, und da sieht man schon hier einen Vorschlag. So, das heißt, meine Funktion, meine erste Makro oder mein erster VBA-Code ist eine Funktion, die heißt meine erste, nimmt keine Parameter und liefert als Output ein String. Okay? So, und dann, und sieht man schon automatisch, hat das jetzt in blau gemacht. Und hier unten sieht man Endfunction. Das heißt, alles jetzt, meine ganze Funktion, der Code der ganzen Funktion wird hier eingegeben. Okay? Und wir machen jetzt eine ganz einfache Sache. Die Funktion soll nur eine Sache machen, die soll immer den Output Hallo ausgeben. Okay? Um diesen Output zu definieren, muss man jetzt eine Variable definieren. Und die soll genauso heißen wie die Funktion selbst. Ja? Meine Funktion heißt meine erste. Das heißt, hier kommt eine Variable, meine erste. Und die soll gleich sein, das Wort Hallo. Und Hallo ist ein String, haben wir ja hier, also der Output ist ein String, haben wir ja oben definiert. Das heißt, hier kommt das. So, und das ist jetzt meine erste Funktion. Ja? Ich tue mal nochmal wiederholen. Immer Function. Jede Funktion muss anfangen mit Function und muss enden mit Endfunction. Dann kommt der Name. Hier kommen Parameter, aber jetzt haben wir in dem Fall keine Parameter, deswegen sind die Klammern gehen auf und zu, ohne dass da was dazwischen drin ist. Und hier, was für ein Typ ist das? Das ist ein Typ String. Das heißt, diese Funktion liefert einen ganz einfachen Text. Okay, jetzt, der Text ist Hallo und deswegen, der Output immer von der Funktion muss immer an einer Variable gekoppelt werden und das ist hier meine erste, die soll identisch heißen oder die soll denselben Namen haben wie die Funktion. Ja? Und dann wird die an dem Output gekoppelt und in diesem Fall ist der Output Hallo. Okay, so und das können wir ja gleich probieren. Ich tue mal das verkleinern und wenn ich hier jetzt so kann ich jetzt meine Funktion abrufen, wie ganz normale Funktion, entweder so ist gleich meine erste Klammer auf, Klammer zu und dann return und so habe ich das Wort Hallo oder ich kann sie auch über einen Assistent abrufen, Funktion und dann geht man über nicht über alle, sondern benutzerdefinierte. Und da sieht man, hier ist meine erste. Okay? Und dann einfach auf OK. Dadurch, dass sie keine Parameter benötigt, muss man nichts eingeben und dann OK. Und so sieht man, kann man seine Funktion verwenden. Okay? So, da haben wir jetzt unsere erste Funktion erstellt. Erstellen wir mal eine zweite Funktion, nur dass man sieht, so wie das alles geht. Jetzt nehmen wir an, wir wollen eine Funktion erstellen, die Einheiten umwandelt, zum Beispiel von Meter zu Feet. Ja, und dann gehe ich erneut in mein VBA. So. Und kann jetzt eine zweite Funktion erstellen. Ja, die kann man im selben Modul, ein Modul kann mehrere Funktionen beinhalten. Normalerweise mache ich das so, wenn ich komplexe Funktionen habe, dann gebe ich jeder Funktion ein eigenes Modul. Aber in dem Fall sind unsere Funktionen ziemlich einfache Funktionen, deswegen können wir die alle in demselben Modul erstellen. Okay, Function. So, und diese wollen wir von Meter zu Feet nennen. Okay, in dem Fall nimmt sie einen Parameter, nämlich die Metergröße, also metrische Größe. Okay. Und jetzt, wie ist die symmetrische Größe? Das ist eine Kommazahl und Kommazahlen sind Double. Okay. So. Das heißt, diese Funktion jetzt, m zu feed, nimmt, machen wir es mal auch hier kürzer, nimmt ein Parameter, da heißt m Größe, und das ist ein Double, sprich eine Kommazahl. Und was liefert die Funktion? Die liefert natürlich die Feed. Und die Feed sind auch Double. Okay. So, und da sieht man, das ist jetzt die, da haben wir jetzt die zweite Funktion definiert, die heißt m zu Feed, nimmt ein Parameter, das ist ein Double, also eine Kommazahl, heißt m Größe, liefert
auch ein Double und hier ist die Funktion zu Ende. So, und jetzt hier können wir jetzt den Code der Funktion eingeben. Jetzt, der Output ist, wenn man jetzt den Output machen will, also das heißt, der Output muss eine Variable sein, die identisch zum Funktionname ist, also m zu feed ist gleich, und dann, was ist sie gleich? Das ist die m-Größe, also das heißt, das, was wir nehmen, mal 3.28084. So wandelt man Meter zu Feet. Okay? So, und hier merkt man auch, obwohl ich jetzt hier in Deutschland bin, benutzt man nicht eine Komma für den Dezimal, sondern einen Punkt. Okay? In VBA. Okay. So, und hier, so ungefähr werden Funktionen geschrieben. Der einzige Unterschied zwischen diese Funktion und jetzt komplexere Funktionen ist, dass hier passieren viele Zwischenkalkulationen und Abrufe etc. Aber im Endeffekt kommt der Output hier. Der Output ist genauso identisch, ist identisch zum Funktionname und da hat dann die Endausgabe. Okay? Und der Unterschied zwischen, wie gesagt, also zwischen dieser Funktion und die komplexeren Funktion ist, dass hier in dem Raum noch mehr Kalkulationen sind. Das heißt, hier könnte man hunderte von Zeilen haben, bis man zu dieser Output-Zeile kommt. Okay, gut. So, jetzt habe ich meine zweite Funktion erstellt. Können wir die gleich mal ausprobieren. Das heißt, ich habe hier jetzt Meter und Feet. Zum Beispiel, ich habe hier jetzt 3,2 Meter. Jetzt will ich das in Feet ausrechnen. Jetzt habe ich extra mehr eine Funktion erstellt. Und wenn ich da gehe und der Benutzer definiert, habe ich hier jetzt m zu Feet. Und man sieht hier, man muss einen Parameter eingeben, die Größe, die habe ich hier ja vorhin eingegeben, 3,2, und schon ist das in Feed die Antwort. Okay? Dann sieht man, jetzt habe ich mit meiner eigenen Funktion das ausgerechnet. Ja, und da sieht man, der Vorteil von Funktionen ist, man kann sie immer wieder abrufen. Man muss sie einmal erstellen und kann sie dann immer wieder abrufen. Und das Schöne daran ist, die sind dann immer im Excel da, in diesem in dieser Datei, in der man die erstellt hat, sind dann immer zur Verfügung. Ich werde dann später in der Serie werde ich auch zeigen, wie man so Excel Add-ins macht. Das heißt, man kann die Funktion erstellen und dann kann man die zu anderen Excel-Dateien zur Verfügung stellen. Okay? So, und so erstellt man seine eigene Funktion. Wir machen noch eine dritte Funktion, die uns die Fläche ausrechnet von einem Quadrat. Und da gehen wir wieder in den VBA. Und hier machen wir eine neue Funktion, Function, Fläche, rechnen. Jetzt Fläche rechnen, die benötigt zwei Parameter, Länge und Breite. Und da fangen wir an. Länge. Und hier arbeiten wir nicht mit Kommazahlen, sondern mit Ganzzahlen. Und das sind Integer. Ja, Integer. Und dann kommt der zweite Parameter, Breite als Integer. Ja. So, das sind zwei Parameter in dem Fall und sie outputtet ein Integer. Okay. So. Und hier geht's los. Das heißt, Fläche rechnen, tut man gerade den Namen kopieren, so wie er ist. So, das ist meine neue Variable, Fläche rechnen. Ist gleich, kennen wir ja alle, Länge mal Breite. Okay. So, und das ist jetzt meine dritte Funktion und die kann ich dann auch gleich wieder testen. Und zwar, wenn ich hier habe, Länge ist, jetzt hier arbeiten wir mit Integer oder Ganzzahlen, deswegen gebe ich einfach Ganzzahlen ein. Breite ist 12 und Fläche. Und hier rufe ich meine Funktion ab und da ist sie, Fläche rechnen, okay. Und so, hier kann ich dann die Länge eingeben, 45, die D8 quasi und die Breite. Ja, Sie sehen da, es arbeitet, man kann mit seiner eigenen Funktion, hat man dann, geht genauso wie mit den normalen Funktionen wie Wenn und S-Verweis, aber diesmal sind das unsere eigenen Funktionen, die man selber erstellt hat. Und jetzt einfach auf OK. Und da sieht man, man hat die Fläche 540. Okay? Und hier, wenn ich jetzt noch eine andere
Maße gebe, wo muss ich nur meine Funktion runterziehen, wie bei den anderen Funktionen, und so wird das ausgerechnet. So, das ist mal jetzt mal eine erste Vorstellung zu benutzerdefinierte Funktionen in Excel mit VBA. Und im nächsten Videos werden wir dann unser Wissen aufbauen mit komplexeren Elementen.